Guten Abend, liebe Gäste hier im VIP-Raum der Star Bulls Rosenheim nach der Partie der Star Bulls gegen die Schwenninger Wild Wings. Endstand 1:2 nach Verlängerung. Es gab noch andere Spiele heute, die meisten sind beendet. Ich darf die Ergebnisse kurz vorlesen. Bietigheim verliert gegen Dresden 4:5. Kaufbeuren schlägt Hannover 3:0. Lausitzer Füchse verlieren gegen Krimmitschau mit 1:2. Dann Landshut gegen Rissersee, das Spiel ist in der Verlängerung oder im Penaltyschießen, 2:2 steht es da. Und die Ravensburg Powerstars liegen gegen die Heilbronner Falken mit 3:5 im Rückstand. Das sind noch ungefähr 5 Minuten zu spielen. Ja, heute hier Entscheidung nach Verlängerung. Ich darf begrüßen die Trainer bei mir von den Schwenninger Wild Wings, Jürgen Rumrich, und unseren Trainer Franz Stehr. Jürgen, gleich mal an dich. Kannst du das Mikro nehmen, ja? Kurze Analyse zum Spiel. Ich glaube, es war das Spiel auf Messerschneide am Schluss. Am Ende ein glücklicher Sieg für euch in der Verlängerung, wie es halt immer so ist. Und einen klaren Matchwinner auf eurer Seite. Das war der doppelte Torschützenüberzahl, der Radek Restan. Wie siehst du das Spiel? Ja, erstmal einen schönen Abend und einen schönen zweiten Advent. Ja, natürlich bin ich sehr zufrieden mit den 2 Punkten. Ich glaube, das war das erwartet schwere Spiel heute. Wir sind eigentlich ganz gut reingekommen, haben aber vielleicht nicht so viel Druck Richtung Tor gebracht. Ich glaube, allgemein muss man halt sagen, dass man 2 sehr gute Torhüterleistungen gesehen hat. Wir haben dann speziell im zweiten Drittel haben wir zu viel Unterzahl gespielt, haben aber gut überstanden. Dadurch ist Rosenheim wirklich sehr druckvoll gewesen, aber wir haben sehr gut gearbeitet in Unterzahl. Und ja, im letzten Drittel, denke ich, war es dann ausgeglichen, hin und her, Chancen auf beiden Seiten. Ja, und ich denke, dann ist es ins Verlängerung gegangen und ja, da war es dann so, dass wir dann die Überzahl genutzt haben, die wir dann nochmal bekommen haben. Und von daher bin ich natürlich sehr zufrieden, haben wir 5 Punkte am Wochenende geholt und freue mich natürlich. Danke. Ja, du hast es angesprochen, 2 gute Torhüterleistungen. Du hast auf der Position jetzt momentan, glaube ich, ein Luxusproblem, so kann man das schon nennen. 2 sehr starke Torhüter und du hast ja auch gesagt, du nimmst dir noch einige Wochen Zeit, wo du auf der Position wechselst von Spiel zu Spiel. Bevor du Entscheidung triffst für die Nummer 1, gibt es schon eine Tendenz jetzt bei dir oder für die Nummer 1, wer wirklich langfristig Nummer 1 wird oder bist du noch ganz, stocherst du dann noch im Dunkeln? Ich stehe nicht im Dunkeln, aber beide zeigen momentan hervorragende Leistungen. Und das brauchen wir jetzt auch, weil jetzt kommen dann die vielen Spiele über Weihnachten, Neujahr. Und da sind wir froh, wenn wir dann immer fitte, ausgeruhte Torhüter haben. Vielleicht noch Nachfrage zum entscheidenden Torhüter. Das war ein ganz, ganz krummes Ding, wie die Scheibe sich da den Weg über die Torlinie gebahnt hat. Wie hast das du das gesehen aus deiner Sicht? Ja, du hast gesehen, dass irgendwie ein Schuss war, dann geblockt war und dann irgendwie ein Nachschuss. Und auf einmal haben meine Spieler gejubelt. Wie er dann rein ist, kann ich viel mehr von der Bank dann gar nicht machen. Okay, Jürgen, danke dir. Wenn Fragen von der Presse sind, nachher kommen wir vielleicht nochmal auf dich zurück. Ja, Franz, wie gesagt, es war ein ganz krummes Ding und ja, es passt so ein bisschen zum Spiel von den Star Wars momentan. Viel Engagement, viel Einsatz, aber im Endeffekt erntet man nicht den Lohn. Ja, man muss sagen, das erste Drittel, da haben wir einen Pfosten gehabt, wir haben einen Penalty gehabt, 3-mal mehr oder weniger alleine vom Tor, das zweite Drittel, 3 Top-Chancen, auch mit allein vom Tor, Nachschuss, bringen wir nicht rein, dann das dritte Drittel, auch wieder allein, da kann auch der Schiedsrichter nicht, der kann uns auch nicht die Tore schießen, das müssen wir schon selber machen. Also ich hab von meiner Mannschaft her gute Mannschaftsleistung gesehen, es haben alle hundertprozentig gearbeitet. Ich meine, Schwenningen steht jetzt da, weil sie am schlechten Anfang gehabt haben, aber die ist ja von der Qualität her, es sind ja gar Pappnasen, die haben ja Reise gesprungen. Ja. Und von dem her, wir haben die Chancenauswertung, das ist das Einzige, wo ich nicht zufrieden bin, aber die Mannschaft hat meiner Meinung nach taktisch sehr gut gespielt, immer hinten aufpasst. Wir haben Schwenningen, ich glaube nicht, dass ich eine oder maximal 2 Chancen im Slot, dass wir zugelassen haben. Die entscheidende Zone vor dem Tor, das war auch unsere Absicht und von dem her kann die Mannschaft überhaupt nichts vorwerfen, die haben alles getan, aber der Faktor, das Tor, das hat uns halt gefällt, wo wir dann das Spiel drin gehen und das haben wir halt nicht reingebracht. Das Tor nicht reingebracht, genau wie am Freitag gegen Rissersee auch, da haben wir zwar 4 Tore geschossen, aber die Mannschaft ist nie in Führung gegangen. Was fehlt, dass die Mannschaft
in Führung geht. Sie läuft dem Rückstand immer erfolgreich hinterher, macht einen Ausgleich und dann ist vorbei. Du sagst wahrscheinlich jetzt gleich wieder, das Momentum ist nicht da. Nein, was fehlt da, dass man da dranbleibt und versucht? Garmisch war ganz ein anderes Spiel. Ich meine, da kann man zwar sagen, das ist ein Aufsteiger oder was, aber die haben sehr gute Ergebnisse, die spielen sehr konsequent. Wir haben das in Garmisch, da haben wir drei Alleingänge zugelassen gegen unser Tor. Wie gesagt, das geht überhaupt nicht. Seine Ergebnisse, das hat für mich nichts mit Eishockey zu tun. Da muss man schon hinten auch besser aufpassen. Und das war jetzt eigentlich heute nicht der Fall, also Überzahlsituationen, weil man konzentriert gearbeitet hat und ich sehe die Mannschaft auf einem guten Weg. Mannschaft auf einem guten Weg. Betrifft es auch, oder siehst du es auch im Überzahlspiel? Es gab halt viele Überzahlsituationen, 5 gegen 4, auch mal 5 gegen 3. Es ist gerade in Überzahl relativ wenig rausgekommen. Ja, ich möchte irgendjemand sagen, dass die Mannschaft schlecht überzahlt wird. Wir haben das beste Überzahl in der Liga. Aber das funktioniert halt auch nicht immer. Das sind ja immer Gegenspieler. Die Chancen bei Überzahl haben wir ja auch gehabt. Wir haben es bloß nicht reingehauen. Das ist halt der Unterschied. Und oft schießt du halt, wenn ich mir das 5. Tor in Garmisch anschaue, der schießt aufs Tor von der blauen Linie. Ein Spieler steht 2 Meter neben dem Tor und dem geht dann stecken und geht rein. So ist es halt. Okay, Franz. Noch eine Frage im Hinblick auf nächste Wochenende. Am Freitag ist spielfrei. Am Sonntag dann das Heimspiel gegen Bremerhaven. Gibt es jetzt irgendeine Umstellung im Trainingsbetrieb wegen des spielfreien Freitags? Wie schaut die Woche aus? Wir trainieren normal durch. Freitag ein normales Training abends. Ich fahre nach Land zu, schau mal anzufangen. Das ist ja dann auch unser nächster Gegner. Ansonsten gibt es da keine Veränderung. Beidl wissen wir nicht, der hat sich am Knie weh. Der ist uns dann die letzten 10 Minuten, also das letzte Drittel ausgefallen. Da haben wir umstellen müssen, darum habe ich ja dann nur mit 3 Reihen gespielt. Und die gespielt haben, die Spieler, die haben alles getan. Und das ist für mich das Wichtigste. Ja, auch die letzte Frage von mir gewesen nach Michi Beindl, also man kann da nichts Genaues sagen. Ich muss noch mal zum Doktor und ein Kernspiel machen, dann weiß man, was ist. Okay, danke Franz. Gibt es Fragen von den VIP-Gästen oder von den Pressevertretern an die beiden Trainer zum heutigen Spiel? Ihrem Spieler, dem Wittfurt, ist irgendwas passiert, als er aus der Tür raus ist? Irgendwas? Die Frage an Jürgen Rumrich zu der Aktion, als der Spieler Wittfurt an der Bande, als die Tür aufgegangen ist, sich leicht verletzt hat, dann hat sie einen Eisball auf die Hand gehalten, glaube ich. Ja, also mehr wissen wir jetzt da noch nicht, also muss man einfach abwarten. Also der hat auf jeden Fall nicht weiterspielen können und also ich hoffe, dass nichts Schlimmeres ist, dass vielleicht bloß eine Prellung ist und muss man erst mal die Untersuchung machen. Wo, an der Hand oder wo? An der Hand, ja. Okay. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Ja, ich habe bereits gesagt, die Stables sind am kommenden Freitag spielfrei. Wir sehen uns wieder am kommenden Sonntag, heute in einer Woche um 18 Uhr, zum Heimspiel gegen Bremerhaven. Die Gäste aus Schwenningen fahren am nächsten Freitag nach Heilbronn. Sehr schwere Aufgabe. Ich wünsche euch natürlich viel Erfolg. Danke, Jürgen Rumrich, danke, Franz Stier. Ihnen noch einen schönen Sonntagabend.